Ich war lange kein Freund der Jäger. Als Kind habe ich den Großteil meiner Ferien in Mecklenburg verbracht. Meine Großeltern lebten dort in einem Walddorf und waren selbst Forstarbeiter. So erlebten wir als Kind unsere Abenteuer im angrenzenden Wald. Übrigens sehr zum Leidwesen des örtlichen Jägers. Dieser schaffte es eben nicht, die Affinität für die Natur zu tolerieren, sondern machte seinem Ruf als bewaffneter Trunkenbold und Choleriker alle Ehre. Das als Kind erworbene Bild von einem Jäger war so lange Jahre für mich geprägt. Erst vor weniger als 10 Jahren schaffte es ein Freund, mich vom Gegenteil zu überzeugen. Ein Abendansitz an einer Waldwiese und der Anblick von einem in die Jahre gekommenen Rottisch im warmen Licht der Abendsonne weckten schlussendlich die Sehnsucht, der Natur und dem Wild so nahe sein zu können wie ein Jäger. Mittlerweile bin ich im 8. Jagdjahr. Ich genieße jeden Moment in der freien Natur und das Privileg, mir mein eigenes Fleisch selbst zu erlegen und zu beschaffen. Und ich genieße die Freiheit und die Möglichkeit, diese Momente zu erleben. Fantastische Begegnungen hier in der Natur, im Wandel des Jahres und den Jahreszeiten. Dabei ist mir sehr schnell klar geworden, dass dieser Jäger, den ich in der Kindheit kennengelernt hatte, die Ausnahme darstellt. Die Gemeinschaft der Jäger ist sich ihrem Privileg und ihrer Verantwortung sehr wohl bewusst. Sie nutzen die Natur und geben aber auch der Natur sehr viel zurück. Die Gemeinschaft der Jäger hält zusammen und lebt ihre Tradition dieses alten Handwerkes, dem Jägerhandwerk. Die Gemeinschaft der Jägerinnen und Jäger hält zusammen und sie wächst in der Gegenwart. Das Jagdhandwerk ist alt, es lebt auch in seinen Traditionen, aber es entwickelt sich auch weiter. Und das ist für mich der Garant für den Fortbestand dieses alten Handwerkes. Es muss uns weiter gelingen, die Leidenschaft, die Passion und diese tollen Momente, die man als Jäger erleben kann, dieses Privileg weitergeben zu können. Zum Beispiel mit solchen Bildern.